Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Easy und in diesem Video würde ich gerne mit euch die neue Catrice Glitterholic Collection ausprobieren. Wenn ihr darauf Lust habt, dann bleibt dran. Bis gleich! So ihr Lieben, jetzt kann es losgehen. Ich habe mir die Glitterholic Palette von Catrice geholt und zwar die in diesem Cognac-Farben. So ein bisschen sind. Es gibt eine zweite Palette auch und es gibt eine Highlighter-Palette und noch zwei andere Lippenstiftfarben. Ich habe mir auch diesen Lippenstift geholt, die ich nicht mitgenommen habe, aber die habe ich für euch geswatcht im Laden. Die Palette habe ich allerdings nicht geswatcht, weil da eines von den Pfännchen gefehlt hat und ich hatte auch keinen Platz mehr auf meinem Arm und dann dachte ich mir, okay, da zeige ich euch einfach ein Bild. Aber heute geht es um diese Palette aus der Kollektion und den Lippenstift in der Farbe Dazzle Light. Das ist der C03. Das ist diese Farbe. Den fand ich sehr schön und der hat auch so Glitzerpartikel. Gut, fangen wir aber an mit der Palette. Wie immer swatche ich euch das Ding erstmal. Und zwar fange ich an mit den matten Farben. Das sind vier Farben, die matt sind. Das sind diese vier. Die sind auch wieder sehr schön cremig. Also die Drogerieprodukte, Essence und Catrice sind ja Schwestermarken, die gehören ja zusammen. Aber die haben beide ihre Qualität so gesteigert. Wirklich Wahnsinn. Okay, also dann gibt es auch vier Schimmerfarben. So. Die mache ich euch dahin. Wow, schön. Diese hier. Sehr, sehr schön sind die auch irrsinnig pigmentiert. Sieht man jetzt schon. Und dann gibt es hier in der Mitte einen so einen Glitzerton. Und da bin ich jetzt gespannt, wie der abschneidet im Vergleich zu dem aus der Essence From Center with Love Kollektion, die jetzt auch gerade in den Märkten steht. Aha, fühlt sich ein Hauch trockener an, finde ich. Ich mache den mal hier. Ja, ne, ich glaube, das ist ziemlich vergleichbar. Jetzt kommt der Wischtest. Das habe ich in dem Video zu der Essence-Palette auch gemacht. Ich verlinke euch das mal hier. Bin gespannt. Ja, also, seht ihr, wie viel Glitzer da immer noch ist nach einmal drüber wischen? Also ich habe auch bei dem Essence-Look, den ich geschminkt habe, danach gemerkt, wie wahnsinnig gut dieser Glitter haftet und dass man tatsächlich relativ wenig Fallout hat. Das finde ich ist eigentlich ganz super. Also mit dem Make-up-Entferner kriegt man das natürlich ab. Ne? Das ist nur. Okay, dann probieren wir das Ding mal aus. Ich fange an mit... Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, was ich machen will. Ich fange mal an mit dieser Transition Shade hier. Die untere. Leider haben die auch wieder keine Namen. Und gib mir die so aufs ganze Lid. Rough and Dirty. Die sind sehr, sehr pudrig, merke ich jetzt mit dem Pinsel. Geht man einmal rein und dann hat man irrsinnig Kickback. Seht ihr das? Also ich bin da jetzt auch nicht irgendwie brutal reingegangen oder so. Aber das ist nicht unbedingt schlimm. Okay. Dann gehe ich in diesen dunkleren Ton. Und ja, den mache ich mir natürlich wieder hier hinten hin. Der hat tatsächlich brutal Fallout. Wow. Okay. Vielleicht muss ich da mit einem anderen Pinsel dran gehen. Also die Farbe ist sehr interessant. Ich glaube, so eine Farbe habe ich tatsächlich noch gar nicht. Aber das Fallout, seht ihr das? Das Fallout ist
nicht schlecht, hä? Huiuiui. Okay, da sollte man auf jeden Fall mit dem Augenlook anfangen, bevor man seine Foundation drauf macht. Dann nehme ich jetzt nochmal diesen schimmernden roten Ton hier. Das ist so ein rötliches. Und gebe mir den mal hier hinten hin. Gut, dann, also Entschuldigung, diesen hellen Schimmerton gebe ich mir gerade in den inneren Augenwinkel als Inner Corner Highlight. Dann gehe ich auch nochmal in diesen schimmernden Ton und den gebe ich hier ein bisschen weiter vorne, also auch vorne, aber nicht ganz in den, sodass das einfach ein Verlauf wird. Und ich glaube, ich will da jetzt natürlich möglichst viele Farben ausprobieren, gell? Ich gehe jetzt nochmal hier in diesen Ziegel-orangenen Ton und packe mir den auch nochmal da hinten hin, weil ich das gerade ein bisschen wärmer haben will. Und dann verblende ich das Ganze nochmal und dann packe ich Glitter drauf. Weil wir natürlich das Glitter ausprobieren müssen. Okay. Wenn ich jetzt den Pinsel nehme. Ich gebe mir noch was von diesem ziegelroten Ton hier unten. Hier an den Rand und unters Auge. Also Leute, ich sage es euch ganz ehrlich, die Palette gefällt mir nicht. Die sind mir viel zu staubig, diese Lidschatten. Das ist ein totales. In den Swatches sah die super aus und hat sich auch sehr gut angefühlt, aber so beim Schminken bin ich gerade nicht so. Bin ich gerade nicht so happy, ehrlich gesagt. Gut, wir packen jetzt mal Glitzer drauf und schauen, ob das was rettet. So, ich mache das genauso wie bei Essence auch. Oh, also der Glitzer ist aber schon krass. Da ist völlig egal, was drunter ist. Da sieht man eh nichts mehr davon. Okay, ja, der Glitzer ist tatsächlich in dieser Palette auch richtig gut. Da kann man, also... Tja. Also der Glitzer ist toll. Die Farbe ist auch toll von dem Glitzer. Schaut mal. Es ist halt wirklich so ein richtiges, es ist Cognac-Farben, orange fast schon, also wirklich sehr warm, aber außergewöhnlich, also habe ich so noch nicht gesehen. Ein bisschen Fallout habe ich von dem Glitzer, aber nicht viel, das habe ich gerade mit meinem Finger hingemacht, das zählt nicht. Okay, dann mache ich das kurz, nein, mache ich nicht. Erstmal machen wir Lippenstift drauf und dafür... Weil das so eine rote Farbe ist, nehme ich erstmal einen Lip Liner, weil das könnte sonst übel werden. Okay, Lippen sind umrandet und dann kommt jetzt der Lippenstift, auf den bin ich echt gespannt. Also der riecht wirklich lecker und ich finde, der sieht auch super aus. Da sind so kleine Glitzerpartikel drin und man fühlt die so ein ganz kleines bisschen. Ja, finde ich nicht tragisch, aber wirklich sehr schön ist der. Ich glaube allerdings nicht, dass er Kuss echt ist. Okay, ich mache mich kurz fertig und bin gleich wieder da. So, das ist jetzt der fertige Look. Ich habe in die Wasserlinie noch so einen violetten Eyeliner gemacht, weil ich finde, das passt sehr gut zu diesen Cognac-Farben. Mir gefällt der Look sehr gut. Ich bin nur mit der Palette trotzdem leider nicht so zufrieden, ehrlich gesagt. Die, bis auf die Glitzerfarbe in der Mitte, dieser gepresste Glitzer ist super. Der Rest ist mir viel zu trocken, zu staubig. Ist nicht so meins, aber ist Geschmackssache an sich. Bisschen schade, weil es ist schon eine sehr schöne Palette. So. Schaut sie euch trotzdem mal an, weil manchmal ist es Geschmackssache oder vielleicht stellt ihr euch einfach besser an als ich.
Ja, und den Lippenstift, also da gibt es ja noch diese zwei anderen Farben, kann ich soweit empfehlen. Finde ich wirklich sehr schön. Fühlt sich gut an. Top. Ja, dann hoffe ich, das Video hat dir gefallen und du weißt ja, lass mir Daumen da oder Abos. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du von dem Look hältst und was du von der Palette so hältst, jetzt nach dem ersten Mal anschauen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.